Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke. Heute geht es um das Thema, ist der Koi-Handel eine interessante berufliche Perspektive? Mich hat ein Bericht auf bild.de veranlasst, hierzu mal was zu sagen, weil dort wurde eben dargestellt in einem Beitrag, dass dem so ist. Und da bin ich komplett anderer Meinung und das möchte ich hier gerne kurz kundtun. Fangen wir direkt mit dem Schlimmsten an und stellt euch mal vor, ihr seid Koi-Händler und jemand kann euch gar nicht leiden. Dann besteht die Möglichkeit, dass der hingeht und beim Veterinäramt sagt, hier, dieser Händler, also ich in dem Fall, hat KHV. Dann passiert Folgendes, das Veterinäramt kommt, macht euch die Anlage dicht und ihr könnt erst dann wieder Fische verkaufen, wenn ihr nachgewiesen habt, dass dem nicht so ist. Und das passiert in der Saison, das heißt erstmal ein paar Wochen kein Fischverkauf, dazu sind dann die Kunden verunsichert und das Ganze zieht dann seine Kreise und wahrscheinlich ist die Saison dann im Eimer. Variante 2, genauso schlimm, ihr handelt euch wirklich KHV ein und wer meine Berichte über KHV gelesen hat, der hat dort eben über die Risiken gelesen und dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, sich tatsächlich KHV einzuhandeln. Dann passiert wieder das Gleiche, das Veterinäramt kommt, macht die Anlage zu, zumindest die seuchentechnisch zusammenhängende Einheit. Die Fische müssen getötet werden, das Geld ist futsch und ihr werdet wahrscheinlich auch erstmal keine Fische mehr verkaufen, denn von einem Händler, der KHV hat, kauft der normale Kunde eher selten. So, das ist jetzt mal wirklich the worst case Szenario. Eine andere Sache, es gibt in der Aquakultur eine Statistik, dass man alle 7 Jahre mit einem Totalausfall rechnen muss. Bedeutet, eingesetztes Kapital ist futsch. So, und wenn man diese ganze Gemengelage mal zusammennimmt, sind das jetzt durchaus realistische Risiken, die man auf den Fischpreis aufschlagen muss, damit man eben für diesen Fall der Fälle auch ein bisschen Geld auf dem Konto liegen hat. So, jetzt kommt noch dazu, man braucht entsprechend eine Anlage, man hat sehr hohe Betriebskosten, weil ich brauche Frischwasser, ich brauche viel Strom, ich brauche auch noch eine Alarmierung, ich muss die Fische einkaufen, ich muss die Fische verkaufen. Das Problem ist beim Verkauf, das haben wir in dem Video Koi-Auktion ja schon ausführlich behandelt, der Fischpreis ist sehr, sehr, sehr stark gesunken, sodass es fast unmöglich ist, die ganzen vorgenannten Faktoren, die betriebswirtschaftlich nun mal relevant sind, auf den Fischpreis aufzuschlagen und das alles auch zu erwirtschaften. Und zu guter Letzt kommt noch erschwerend hinzu, der Koi-Kauf beginnt in dem Moment, wo es warm wird und die Sonne scheint und hört in dem Moment auf, wo es kalt wird und es regnet. Das heißt, ich habe ein Saisongeschäft und muss in dieser Saison für 12 Monate mein Geld verdienen. So, und wenn man alle diese Faktoren berücksichtigt, dann glaube ich, ist es heute wirklich keine gute Idee, als Koi-Händler zu starten. Es sei denn, man hat so viel Geld in der Hinterhand, dass man da gar kein Risiko eingeht. Aber selbst dann ist es wahrscheinlich günstiger, das Geld in irgendwas anderes zu investieren, als ausgerechnet mit Koi zu beginnen. Ich will gar nicht abstreiten, dass es Koi-Händler gibt, die erfolgreich sind, aber da muss man eben auch differenzieren und mal ein bisschen dahinter schauen. Das sind welche, die teilweise schon sehr lange im Geschäft sind, das heißt, die Anlagen sind abgeschrieben, die Anlagen sind bezahlt. Das sind Leute, die viel, viel Erfahrung haben, die auch wahrscheinlich schon mal all diese Super-Gaus erlebt haben, von denen ich gerade erzählt habe. Und was ja auch dazu kommt, es ist viel leichter im Grunde mit teuren Fischen Geld zu verdienen als mit Brot- und Butterfischen, die jeder hat, weil ich bei einem teuren Fisch eine viel höhere Marge erzielen kann, als ich die bei günstigen Fischen erzielen kann. Und das alles, dafür brauche ich allerdings auch Kunden und die habe ich nun mal nicht, wenn ich noch keinen Namen auf dem Markt habe. Insofern nochmal mein Fazit oder die Frage zu Beginn. Ist es eine berufliche Perspektive, in den Koi-Handel einzusteigen? Ich meine, aufgrund der geschilderten Zusammenhänge und der geschilderten Risiken, es ist eher keine Alternative. Und das war eigentlich das Einzige, was ich mit meinem Beitrag hier kundtun wollte, denn
Ich finde es halt schade, wenn jemand denkt, boah, da kann ich auf einfache Art und Weise Geld verdienen. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Robert Jungnischke.